Oh, Servus und willkommen zum Bausimulator. Ah, so. Wir machen hier mal kurz Löschi. So. Und einmal eine neue Karriere. Ich habe schon mal aufgenommen für 6 Stunden. Und leider ist mir dann im Nachhinein beim Schneiden aufgefallen, die Musik war zu laut, man hat mich selber nicht verstanden. Das war sehr doof. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. So, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Bausimulator. Ich habe damals den Construction Simulator gespielt, vor meiner YouTube-Karriere. Und mit Kumpels gezockt und das war so lustig. Ich hoffe, dass das auch richtig cool wird hier. Erst einmal Singleplayer, vielleicht einmal ein Multiplayer auch. Jo, also ich wähle den hier. Farbe so ein Grau oder Rot. Gelb gar nicht, schwarz nicht, weiß nicht. Weiß wird immer so schnell dreckig. Machen wir grau. Entschuldigung. So einen männlichen pinken Helm. Oder lila oder rosa oder keine Ahnung. Und zwar bleiben wir bei weiß, hätte ich gesagt. Dann den hier, Gehörschutz nicht, Brille nicht. Schaut ein bisschen. Ja, es geht, aber braucht man, obwohl. Ja, komm, so Engelbert Strauß. Kopfhörer, Gehörschutz, passt schon. Aber die Brillen schauen echt alle irgendwie doof aus. Dann den Aufkleber, also beziehungsweise ja doch, sind Aufkleber. Finde ich ganz nice so. Passt. So, Spielername natürlich. Shoddy. Dann starte dein Spiel, eigenes Spiel. Erstelle Firma. Und zwar erst einmal in Europa, ist ja klar. So. Akzeptieren. Da, die Warnweste als Logo. Ja. Akzeptieren. Firmenname. Hauptfusch. GmbH. Das ist meine persönliche Firma. Auch hier bei mir. Ich habe eine Baufirma. Die heißt auch so im Echten. Nicht schmarrn. Jawohl. Und dann würde ich sagen, geht's los. Jetzt. Wenn der Ladescreen vorbei ist. Ja, laden zum ersten Mal ist immer ein bisschen lang. Na komm. Laut fertig, Spiel. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ein holpriger Start. Ohne klare Perspektive im Leben denkst du gerade über die Zukunft nach, als das Schicksal an deine Tür klopft. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon, am Apparat ist Happe, ein langjähriger Freund der Familie und Betreiber einer ortsansässigen Baufirma. Wegen eines heftigen Unwetters bittet er dich um Hilfe und verändert damit in dieser stürmischen Nacht
Dein Schicksal von jetzt auf gleich. Perfekt, würde ich sagen. Hoppe ist der Vorarbeiter bzw. der Chef der Firma auch vom Construction Simulator. Also cool, dass sie den da noch mit eingebaut haben. So, das ist jetzt erstmal das Tutorial. Das spielen wir ganz kurz durch. Beziehungsweise ist es eigentlich ein langes Tutorial, muss man sagen. So. So umdrehen. Und so weiter. Gehen, laufen. Shift ist rennen. Leertaste springen. Und einmal hier runterflitzen. Und da steht er, unser Kumpel. Drücke G, um mit Harpe zu sprechen. Da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Alles klar, wird gemacht. So, das ist der Pritschenwagen. Mit G einsteigen. Mit F kommt man in dieses Radialmenü oder wie man das nennt. Licht einschalten. Zack. Und Kamera Innenansicht. Perfekt. Die Steuerung ist leider ein bisschen. Okay, beim Fahren geht's. Aber die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem darf man nicht zu so schnell in die Kurven fahren, sonst driftet man davon. Leck. Apropos, ich muss noch schauen, hier Einstellungen, Spiegel, Verkehrsvergehen aus, Verkehrsdichte niedrig, Fußgänger ist mir eigentlich egal, hat den Hintergrund, Verkehrsvergehen. Die Ampeln sind unglaublich blöd, also die unglaublich lang dauert es, bis die Ampeln schalten. Zweitens Verkehrsdichte, die Autos fahren übelst langsam und haben auch eine leider sehr schlechte KI. Also die nehmen die häufiger mal einfach die Vorfahrt, fahren die volle Kanne rein und so weiter. Deswegen Verkehrsvergehen aus, weil ich fahre sehr häufig über Stopp und rote Ampeln. Und ansonsten würde beim Überfahren von roten Ampeln würde man immer Bußgeld bekommen. Und das will ich halt eben nicht. So. Aber so vom Sound her ist das echt ganz gut gemacht. Das einzig Blöde, was mich stört, ist, wenn man über den Bordstein fährt, hört sich so an, als wären die Reifen aus Holz. Aber das wird sie sicher bald bemerken. So, zuerst brauchen wir Licht. Schalte den mobilen Generator ein. So, also hier so sieht man Markierung. Und mit G interagiert man immer mit den Gegenständen. So, es werde Licht.
Zack, perfekt. Einen schönen großen Lader. Das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zum damaligen Construction Simulator. Man hat am Anfang schon mal große Maschinen, man kann am Anfang mit großen Maschinen arbeiten. Und es gibt auch eine. Warte, der Erdhaufen muss von der Fahrbahn geräumt werden. Mit dem Radler sollte das im Handumdrehen erledigt sein. Also der Haufen da vorne. Falls sich jemand fragt, wo. Steige in den Radlader. Da wird dann immer. Kommt ein Handbuch zu jedem Gerät, in das man neu einsteigt. Genau, da wird eben erklärt, wie die Steuerung ist. Mit den Pfeiltasten wird die Schaufel und der Arm vorne betätigt. Dann kannst du es auf dem Muldenkipper laden. Und da kannst du mit dem Radlader sogar planieren. Genau, und dann die verschiedenen Ordner. Kleiner, mobiler, kompakt, Raupenlader, so heißt es. Kleine, Kompaktlader und so weiter und so fort. So. Oh, Moment. Dann machen wir auch die Innenansicht. Innenansicht sollte einigermaßen funktionieren. Nieren. So. Und das Blöde ist, beim Beschleunigen und Bremsen, irgendwie ist da so eine doofe Zeitverzögerung drin. Das heißt, ich lasse jetzt los und er fährt aber trotzdem noch ewig weit. Also da muss man immer frühzeitig vom Gas gehen. So. Also da ich den Construction Simulator ja schon von damals kenne, kann ich die Steuerung noch ungefähr. Damals war mir das Baggerfahren am liebsten, das hatte ich voll drauf. Mit den Tastenkombinationen und so. Halt so. Hier wurde wirklich eine Menge Erde auf die Straße gespült und den Rest habe ich nicht mehr lesen können. So. Aber die Physik, könnte man sagen, von Erde und Kies und das Ganze haben sie recht gut hingekriegt, hätte ich mal so einfach behauptet. So, die Straße ist zwar noch nicht ganz frei, aber wir haben es schon geschafft. So, auskippen wir. Und den Radlader wieder packen. Zack. Habe, aber ich müsste ja, nee, das kann ich gar nicht. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht.
Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Wir treffen uns dort. Alles klar, HP. Oh. Und auf einmal ist alles frei. Schön, gut. Also rein in den Pritschenwagen. Der Supermarkt, ja, ist gleich da unten. Oh, hier rechts gleich. Also man hat es jetzt, glaube ich, auch gehört am Bordstein. Es hört sich sehr kaputt an. Ja, so. Also entweder man drückt jetzt F und geht hier auf Modus wechseln. Oder man drückt Tabulator. Und dann... Ja, genau, hier wird wieder beschrieben. F und wie man das Schüttgut ablädt, wie man den Kran bedient oder welche Klasse was zu heben hat und kann, wie man den Kran bedient, wie man loslässt, Ortwände runterklappen, abladen, aufladen, Position drehen. Wird alles schön beschrieben. So, jetzt muss ich Kamera außen, sonst sehe ich den Kran nicht. Schön vorsichtig. So, man könnte jetzt schon Leertaste drücken und er wird selbstständig das da abladen. Aber ein bisschen genauer wollen wir es ja machen. Ja, und da schmiert uns Konstruktionssimulator ab. Ja, bis gleich. So, jetzt. Da haben wir wieder. Gut. Entweder man fährt, obwohl ich kann ihn ja so lassen. Lass man lieber so. So, mit G aussteigen. Also das war jetzt zum ersten Mal, wo das Spiel abstürzt. Das hatte ich bisher in den 6, 7, 8 Stunden, wo ich das Spiel gespielt habe, noch nicht. So. Alles schön helle leuchtet, passt. Jetzt mit Harpe sprechen. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Alles klar, habe. Gut, da braucht man dann schnell den Kran. Auf der benachbarten Baustelle steht ein Turmkran, den wir benutzen dürfen. Du kannst die Straßenlaterne auch mit dem Pritschenwagen. So. Kran. Schöner großer Lieb hier. Wieder die Beschreibung, mittelschwere Lasten B oder leichte, für Betonarbeiten mit Betonkübel, wie man aufbaut oder abbaut, die Steuerung für den Kran selber, ja, und da ist dann eigentlich immer das so das gleiche. Genau, das wiederholt sich jetzt sozusagen bei allem, was irgendwie nach Kran
sich anhört oder ausschaut. So. Ein Nachteil bei der ganzen Sache ist auch noch, dass dieser Haken, das wird man im Laufe des Let's Plays dann auch sehen, dass dir, also dass die Physik nicht ganz so geil ist. Wie man sieht, der beschleunigt viel zu schnell, also vor allem. Der Kran selber beschleunigt einfach zu schnell bei der Drehung und so. So. Bam, passt. Dann können wir den einfach verlassen. Uah. Und dann zum Pritschenwagen. Wir brauchen ein paar Materialien vom Baustoffhandel. Du findest ihn ein paar Häuserblocks entfernt. Besorge die benötigten Teile und komm dann bla bla bla. So, entweder man fährt den Kran jetzt manuell ein, wie es ich jetzt hier mache. Oder man kann es über das F, Moment, halt, falsche Taste. Oder man macht es über das F-Menü hier zurücksetzen. Zack. Tabulator, Modus wechseln. Kamera Innenansicht, Licht an. Leider funktionieren die Außenspiegel nicht. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Ich ramme jetzt nichts. So. Reicht. Und auf geht. Ja gut, das war jetzt die falsche Richtung. Ich hätte andersrum schneller fahren können. Aber egal. Man hört schon dann, wenn ich zu schnell in die Kurven reinfahre, dieses Quietschen der Reifen. Also ich habe hier auch schon den ein oder anderen Vollcrash hingelegt. So. Gut, die Ampeln interessieren mich nicht, habe ich gesagt. Komm mal hin. Hallo, innerorts 50, nicht 30. Eieieiei. Das ist so der Nachteil an. Es ist zwar alles schön simuliert, aber Straßenverkehr ist nicht deren Spezialität. Überhaupt nicht. Da fand ich den Vorgänger vom Verkehr her besser. So. Einmal in den markierten Bereich. Das sind unsere Materialien. Das wäre ein Gabelstapler. Wenn du willst, kannst du die Baumaterialien genauso gut mit dem Gabelstapler aufladen. Oder du verwendest nochmal den Ladekran des Pritschenwagens. Ich würde sagen, ich steige mal aus. Nein, Moment, ich steige nicht aus. Ich mache die Bordwand auf, steige dann aus. Und probiere das Ganze mal mit dem Gabelstapler, weil das habe ich bisher noch nicht gemacht. So, das könnte dann ein bisschen holprig werden. So. Da will ich auf gar keinen Fall die Innenansicht machen. Okay. Kann man ja geil Musik spielen, hä? So. Ach, der ist der Elektro auch noch. Oh mein Gott. Kann ja bloß schief gehen. Moment, kann ich da.
Ach Mist, es war sicher fast noch weniger. Jo, das ist auf jeden Fall. Nein, das war's nicht. So. Nein. Noch ein Stück. Jetzt, okay. Ah, okay. Mit Leertaste kann man das also dann schön draufladen. Das war damals zum Beispiel nicht so. Okay, da muss ich sagen, finde ich besser als damals. Also das haben sie echt gut umgesetzt. Aber die Steuerung, also das reagiert so langsam. Autsch. So, jetzt. Komm, fahr, fahr. Fahr. Jetzt. Gut. Dann kommen wir, glaube ich, hier auch noch mit. Geh manuell öffnen und schließen. Okay, ich hätte gedacht, da kommt noch eine Animation, aber egal. So, einsteigen und wieder zur Baustelle. Da komme ich nicht rum. Ich hoffe, dass ich alles habe. Ja, die zwei Paletten, passt schon. Bum bum, Holzreifen. Aber wenn man über Kopfsteinpflaster fährt, das hört sich wiederum richtig nice an. Also richtig wie in echt. Aber das mit dem Bordstein, das nervt mich. Ja. Nicht so viel reden beim Zocken, weil sonst verpasse ich die ab den Supermarkt zum Abbiegen. Jetzt da rein. So. Passt. Tabulator. Außenansicht und Kran vorn. Halt! Oh Mann, was mache ich denn? So, jetzt. Okay, jetzt habe ich gerade die Kranbeschleunigung gemerkt. Die ist nicht so geil, aber macht fast keinen Unterschied. Langsam, langsam passt. So, zurücksetzen, aussteigen und mit Habe sprechen. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wir treffen uns vor Ort. So, jo, ein Auto in der Baugrube. So, erstmal schön Geld bekommen. Und zwar würde ich sagen, das war's mal für die erste Folge. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.